Servus zu einer neuen Folge Gipfelholz. In diesem Video geht es heute um verschiedene Spann- und Fixierelemente für den Schweißtisch bzw. für eine Werkbank. Wir stellen heute euch verschiedene Modelle vor und bauen auch welche selber. Viel Spaß beim Schauen. Servus, ich bin der Thomas von Gipfelholz, der Jens, der filmt mich gerade. Und wie eingangs schon erwähnt, geht es heute um Spannelemente für den Schweißtisch. Das sind Hilfsmittel, damit ihr euer Metall besser spannen könnt beim Schweißen. Habt ihr immer einen Verzug dran. Natürlich könnt ihr die aber auch für Werkbänke mit Lochung nehmen. Wir stellen euch ein paar gängige vor und am Schluss bauen wir aber auch noch welche mit euch zusammen, weil diese Spannelemente doch recht teuer sind, wenn man sie kaufen will und man sie wirklich selber leicht bauen kann. Fangen wir mit der ersten Variante an. Das ist die einfachste Variante, ist aber auch die teuerste Variante, aber auch sehr gute Qualität. Und zwar sind das jetzt die Schraubzwingen von Bessi. Die können wir euch noch verlinken unten. Wie gesagt, sind relativ teuer, aber auch sehr gute Qualität. Das ist ganz einfach zum Rein- und zum Festspannen. Ganz einfach. Das ist eine 16er Bohrung hier. Gut. Die zweite Variante ist von Nesty Tools. Das sind dann schon mal fertige Fixierelemente, die man dann hier einfach mit der 16er Schraube befestigen kann. Und dann hier zum Beispiel, ja, wir haben ja auch die 16er Bohrung. Und dann beziehungsweise hier irgendwas spannen können, auch so in diese Richtung. Und hier auch ein kleines Spannelement, das man hier auch mit der M16 Schraube befestigen kann. Ja. Das wären jetzt mal die ersten zwei Varianten. Es gibt jetzt auch die dritte Variante, die Selberbau-Variante. Und zwar schauen die dann so aus, beziehungsweise ist die jetzt nicht selber gebaut, aber die werden wir jetzt gleich mal nachbauen. Die ist jetzt auch gekauft, ist relativ günstig, sagen wir mal so. Ja gut, qualitativ ist es jetzt auch ein Unterschied, ist ganz klar. Oder zum Beispiel diese Variante hier, die ist für meine Werkbank gedacht gewesen. Also die passt jetzt hier nicht, ist ein M20. Aber die wollen wir jetzt euch mal zeigen, wie man diese baut. Im Endeffekt bestehen diese Spannelemente nur aus einem Oberteil. Ich lege mal den da weg, geht das besser. Aus einem Unterteil, nicht Oberteil, von einer Zwinge. Da flext man das einfach ab. Und unten braucht es halt dann einfach einen Bund mit 16 mm. Wir machen das ganz einfach. Wir nehmen eine, siehst du es? Ja. Einen M16 Schraube, die passt perfekt rein. In das Loch jetzt nicht. Aber da passt es rein. Genau. Abflexen oder halt gerade machen. Zwinge abflexen, draufschrauben, fertig. Und das mache ich jetzt. Drauf schweißen willst du. Habe ich nicht gesagt? Nee, du willst da drauf schrauben. Das frage ich mich, wie du das machen willst. Aber das können wir gern anschauen, Thomas. Ja, machen wir. Also, weiter arbeiten. Als allererstes werden wir jetzt mal die Leimzwinge oder als zweiten Schritt, das haben wir ja gerade die Schraube geflext, wird die Leimzwinge oder beziehungsweise die Schraubzwinge einfach jetzt abgesägt. Das kann natürlich auch jeder mit der Flex machen. Wir machen es mit der Bandsäge, weil wir eine haben. Gut, so, auf geht's. Jetzt habe ich die Zwinge mal einfach ausgerichtet hier mit dem kleinen Magneten. Werde es jetzt einfach mal anpunkten, dann kann ich es nochmal ausrichten. Ja, fertig. Jetzt hat man in ein paar Minuten eine relativ günstige Spannzwinge für den Tisch. Funktioniert auch ganz gut. Verschweißt ist es. Schaut's mal. Ganz einfach. Runter, fertig. Und alles schon fix. Und zwar kann man natürlich auch verschiedene Größen von den ganzen Zangen nehmen. Da braucht man jetzt nicht dieses kleine Modell hier nehmen, sondern man kann ja auch wirklich größere nehmen. Und was hast du vergessen? Was habe ich vergessen? Gummi runter. Ach Gott, den Gummi runter. Stimmt, da ist ein Gummi drauf. Der ist natürlich beim Schweißen. Es fängt, glaube ich, an zu stinken. Also Gummi runter, den brauchst du nicht. Funktioniert ja trotzdem. So, fest, perfekt. Die nächste Variante, die wir euch zeigen wollen, das ist, dass man solche Kniehebelpressen, heißen die, glaube ich, verwenden kann. Da kann man jetzt hier unten aber nicht einfach irgendwas hinschweißen, weil ihr dann immer praktisch den Nubbel habt.
Schraube könnte eventuell gehen, aber wir haben uns da was anderes einfallen lassen, damit wir das dann auch später nutzen können. Wir haben uns eine Adapterplatte gebaut. Im Endeffekt ist das ein 10er Flachstahl, der genau groß ist. Da haben wir M5 Gewinde reingemacht. Hier ist ein 16er Loch, haben wir einen 16er Rundstahl, der passt hier rein. Sollte er. Ich glaube, so, genau so passt er rein. Und dann kann ich den hier von oben verschweißen und später dann diese Kniehebel da drauf machen. Und dann kann man den auch einsetzen. Jetzt zeigen wir euch natürlich, dass das auch noch funktioniert. Den müsst ihr natürlich einstellen. Auch hier. Wenn ihr jetzt da schweißt und er ist nah dran, dann können Sie den natürlich mit einer Schraube ersetzen, also praktisch eine Schraube verkehrt rum rein. Und dann kann man den aber auch so runterdrücken und das Fixierelement hebt. Genau. Natürlich kann man das Ganze auch für eine Holzwerkbank benutzen, das Ganze. Dann müsst ihr den Gummi natürlich nicht wegmachen. Oder was heißt nicht wegmachen? Ja, außer ihr wollt Holz schweißen. Ihr wollt Holz schweißen, nee, oder ihr wollt verbrannten Gummi haben. Das waren jetzt diese Spannelemente, die wir so am meisten brauchen, die wir so am meisten, super deutsch, aber egal. Nee, für unseren Schweißtisch und auch für unsere Werkbank, wie gesagt, der Jens hat die für seine große, der hat eine 20er Lochung. Ich nutze den nur am Schweißtisch, auf meiner Holzwerkbank habe ich sowas nicht, aber vielleicht baue ich es mir ja noch, aber egal. Wie gesagt, das war jetzt dieses Video. Fazit, am besten ist wirklich, sage ich mal, das von Bessi. Das sind einfach am stabilsten, kostet natürlich auch mehr. Die Spannelemente von Nesti Tools, die sind auch ganz gut. Das sind eigentlich keine Spannelemente, sondern Zusatzteile für einen Schraubstock. Verlinken wir euch natürlich unten. Aber für einen Heimwerkergebrauch reichen auch, wie gesagt, diese Selbstbauvarianten komplett aus. Das war's jetzt von uns. Mal wieder ein kurzes Video. Habt ihr ja gesagt, das passt auch. Lasst Kommentare da, vielleicht hat ja der ein oder andere noch ein Spannelement, wo wir uns auch mal anschauen können. Wir sind da auch, wie immer, sage ich mal, gierig drauf auf neue Ideen. Ansonsten lasst Kommentare da, Abos, Likes, Vierzeig. Servus. Servus.